Ja, jetzt Richtung Winter ist auch wieder die Zeit, ab und zu mal ins Thermalbad zu gehen, ein bisschen zu schwimmen und natürlich vor allem zu saunieren. Bist du der Saunameister? Na, Meister nicht, aber ich wollte es nochmal vormachen, weil es gibt jetzt die Sauna-WM in Bad Hofgastein. Da geht's um richtig spürst viel. Ja, ja, ich merke schon, aber die Handbewegung stimmt nicht, weil es gibt ja, genaue Techniken, wie man das macht. Ebenso ausgeklügelt schon, dass es eine Weltmeisterschaft gibt. Ich habe jetzt wieder gedacht, es gibt ja diese finnische Sauna-WM, wo es darum geht, irgendwie, wer kann am längsten in der größten Hitze in der Sauna. Am längsten geht es nicht drum. Aber bei der WM geht es darum, wer unter anderem, wer am schnellsten wedeln kann. Und den besten Aufguss hat, aber schauen wir uns die Profis an. Aber du machst das schon jetzt. Weltmeister 2013 heißt Dirk van Offel. Dirk van Offel aus Belgien ist Sauna-Weltmeister und hat damit seinen Titel verteidigt. Für Dirk van Offel ist Sauna vor allem ein Erlebnis. Im Dunkeln zelebriert er seinen Aufguss. Thema Unterwasserwelt Atlantis. Ich sehe, dass die Leute komplett regenerieren, wenn die in die Sauna sind. Und auch nach dem Aufguss, die kommen draußen, die sind ganz neu. Und das gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Bei der 5. Sauna-WM geht es nämlich nicht um Ausdauer der Gäste oder besonders hohe Temperaturen, sondern um Entspannung. Prämiert wird der beste, schönste, ungewöhnlichste Aufguss. Der Reiz macht aus, dass man verschiedenste Zugänge zum Thema Sauna und Aufgüsse erlebt und dass jeder den Aufguss anders interpretiert und daraus ein anderes Showprogramm macht. Es war das perfekte Saunawochenende in der Alpentherme Bad Hofgastein. 2 Tage lang genossen die Gäste saunieren mal ganz anders und 35 Aufgussprofis kämpften aus mehr als 20 Nationen um den begehrten Weltmeistertitel. Gern auch mal in ungewöhnlichem Outfit. Wer vom blanken Sitzen genug hatte, versuchte sich beim Powerwacheln. Handtuchschwingende Gäste sind hier gefragt, denn es gewinnt, wer den stärksten Wind macht. Der größte Andrang aber war beim Aufguss von Dirk van Offel. Der Belgier hat schon einen richtigen Fanclub, denn bei einem so fantasievollen Aufguss entspannte sich einfach am besten.